Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video von mir. Und zwar spielen wir heute Until Dawn, was auf dem Deutschen übersetzt, glaube ich, heißt der Dämmerung oder die Dämmerung, whatever. Ich habe vorher gegoogelt, deswegen da auf Google stand der Dämmerung, aber ich denke, es soll die Dämmerung bedeuten, oder? Auf jeden Fall wollte ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Horror-Let's Play. Und zwar diesmal ein volles Let's Play. Je nachdem, ob ihr es wollt oder nicht. Ich weiß. Ja, auf jeden Fall wird es ein neues Horror-Let's Play. Es ist ein eigentlich echt gutes Spiel. Nicht wundern, wenn ich bei manchen Sachen etwas, sage ich, wie soll ich sagen, anders reagiere, weil ich habe die ersten 8 Minuten schon angespielt, aber da hat man halt die Charaktere im Hintergrund einfach doppelt gehört und das wollte ich euch nicht antun, weil das echt komplett beschissen klingt. Ja, deswegen steht auch schon Fortsetzen, aber ich habe wirklich nur die 8 Minuten gespielt, denn man hat nicht wirklich viel im Spiel gesehen. Deswegen werde ich jetzt ein paar Sachen wieder wahrscheinlich, sage ich mal, neu kommentieren. Ja, werden wir einfach machen. Gut. Der Schmetterlingseffekt. Der Flügelschlag eines winzigen Schmetterlings. Heute kann in einigen Wochen zu einem verheerenden Hurricane führen. Das ist interessant. Das muss ich mal gucken, ob das wirklich so stimmt. Also ich weiß es vom Spiel, aber es kann sogar was. Da kann sogar was Wahres dran sein. Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft dramatisch verändern. Ja, das stimmt in jeder Hinsicht. Deine Handlungen formen den Verlauf der Geschichte. Okay, das erinnert mich an BO2 Souls. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das habe ich auch mal hochgeladen. Aber das war noch zu PS3-Zeiten. Ja. Aber es gibt es auch für die PC. Warum? Deine Geschichte ist eine von vielen Möglichkeiten. Ja, das glaube ich. Wähle deine Handlung mit Bedacht. Ja, das werde ich. Ich glaube, ich werde eher so. Was ich machen würde, würde ich so spielen, ich höchstwahrscheinlich. Also höchstwahrscheinlich auf jeden Fall. Komplett vergessen, Scheiße. Oh mein Gott, echt unfassbar, dass du das wirklich getan hast. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ah, komm schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Erna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Nee, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Ich kann euch sagen, ich sag einfach an dem ab dem. Hannah! War das ein Grinsen oder ein Lachen? Oh, sie ist hier! Oder ein Weinen. Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Okay, bis dahin habe ich gespielt. Also jetzt halt doch das, aber weiter habe ich nicht gespielt. Fuck, wer ist das zu einer? Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh? Nur so, falls der Ton etwas beschissen klingt, beziehungsweise etwas gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen, beschissen nicht. Das liegt daran, dass das Spiel wie älter ist ein bisschen. Ich weiß zwar nicht wie alt, aber es ist nicht zu alt, aber auch nicht frisch vom Markt. Ja, also ich habe jetzt weiß ich nur noch eine Sau. Oh, das habe ich nicht gewusst, dass man rein kann. Gut, jetzt habe ich schon mal was Neues gelernt. Tutorial, ja, das weiß ich schon. Gut, jetzt muss ich da. So.
Okay. Shit, Josh. Ach, wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Bis dahin habe ich gespielt, aber nicht weiter. Also weiter weiß ich jetzt gerade noch nicht. Okay, da hinten glitzert etwas. Funkeli, funkeli, funk. So. Ich, ja, ich weiß, zack, Henna. Ah, okay, da gibt's auf Deutsch. Henna, du siehst in dem Shirt, wie komme ich auf Shirt? Nochmal von vorne. Henna, du siehst in dem Shirt so heiß aus. Aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer. Mike XXX. Okay, das. Oh mein Gott! Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Okay, das war die Schwester. Okay, okay. Habt ihr eine Nachricht bekommen? Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Tu es nicht. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott! Matt! Was wollt ihr denn hier? Hannah! Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Mann! Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Arschig, arschig, ja. Sowas ist nicht verdammte Scheiße cool. Kein bisschen, Dude. Okay, Josh Becken, andere suchen. Ich glaube, ich gehe jetzt andere suchen. Ah, mit rechts, okay. Oder, nein, das ist doch rechts. Ach so, ich muss das halten. Leute, da draußen ist jemand. Was zum... Der ist betrunken. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Komplette Idioten. Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Oh shit! Okay, das habe ich total vergessen, was ich habe das nämlich auch schon mal in einem Let's Play ein bisschen gesehen. Wir machen lieber sicher. Weil wenn wir sterben, können wir halt nicht helfen. Ich habe ein bisschen davon, eine Folge davon in einem Let's Play gesehen. Und das habe ich total vergessen, dass man sowas machen muss. Nur eine Folge. Geräuschefolgen, Fußspuren. Ja, Fußspuren sind etwas safer. Weil Geräusche können auch heißen, dass irgendwas anderes zum Beispiel ist. Okay, wenn es echt Fußspuren sind, dann ist es. Scheiße! Fuck! Shit! Verdammt, Hannah! Wo steckst du? Okay. Benutze das. Wie cool. Hannah! Boah, das ist ja richtig komisch mit der Kamera. Oh, du kannst. Ja, das weiß ich. Oh Gott, ist das komisch. Ich bin ein bisschen gerade ängstlich, weil dieser eine Typ, ich weiß nicht wer das war. Haha, da war ich mich schon klein, gut. Gut, dann gehen wir mal schneller. Hallo? Hallo? Ich habe ein bisschen Angst, gebe ich auch. Was ist das?
Statue. Hi. Oh, was ist das? Was? Was zur Hölle? Totem der Prophezeiung, schwarz, tot. Der mögliche Tod der Person, die es findet. Also das heißt, weil da steht nur der mögliche Tod. Das heißt, wir können auch, sage ich mal, die Geschichte verändern, denke ich jetzt mal, wie es auch vorher angeteasert wurde. Naturvölker glaubten, dass Schmetterlinge Träume und Vorahnungen überbringen. Jedes Totem-Fragment sagt ein mögliches zukünftiges Ereignis voraus. Wie du es spielst, entscheidet darüber, ob diese Prophezeiung sich erfüllt. Prophezeiungen erfüllen. Während du Totems freischaltest, werden die Ereignisse der Vergangenheit klar. Oh. Gott, ist das creepy. Warte mal kurz. So, ich hoffe, da passt alles mit dem Ton, weil nee, nochmal. Okay, das war merkwürdig. Naja, kann ich den? Ja, ich. Nein, ich lasse ihn liegen. Schon okay. Ich habe alles schon gesehen. Ich habe Kompakt, ich möchte wieder nach Hause, bitte. Geh doch zurück. Naja, ich meine, wir haben keine Angst, wir sind Männer. Oder wir sind in dem Fall eine starke Frau. Im Sinne von stark, wir haben Nerven aus einem verdammten Betonfahren. Ich meine nicht diese dünnen Betonfäller, sondern diese 5 Meter dicke Betonfäller. Hannah, oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Ich kann nichts dafür. Sie sollte sich selber die Schuld geben. Rennt lieber. Rennen. Rennt um euer Leben. Please. Nein. Habt ihr den Typ auch gesehen? Oh, fuck, der Mensch. Das wird nicht gut aussehen. Bitte wir. Nein. Shit. Typ, bitte wir, Typ. Das hab ich nicht. Nein, du bist der. Fuck. Oh. Nein. Was? Das sieht verdammt brenzlig aus, wenn ich verstehe. Das ist wahrscheinlich nicht so, dass ich nicht weiß, Leute, aber... Ich lass mich mal fallen lassen. Oh Gott! Nein, wir wollen entweder zusammen oder gar nicht. Nein. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehe. Wartet kurz. Oh, jetzt ist der Psychiater. Wenn es einer ist, neue Geschichte. Nein, ich will nicht nochmal anfangen. Aber finde ich interessant. So. Bonusinhalte haben wir noch nichts. Einstellungen. Ja, ich glaube, Originaldialog. Was heißt das? Ist auch egal, auf jeden Fall. Ich muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese
Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Komm ich so nah an mein Gesicht, Dude? Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ja. ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Danke. Das hört sich echt okay. so aufmunternd an. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte? Und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Okay. Wie soll ich meine Handschuhe an? Okay. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Ich bin nervös, ich bin glücklich. Ich bin ein bisschen nervös. Okay, Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Ich bin echt leicht nervös, Leute. Ich weiß nicht. Die Vogelscheuche, genau. Ich verstehe, verstehe. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche? Nö. Zum Beispiel? Nö. Alleine ist niemals gut. Ach nein? Warum? Ich wäre einsam, ich hätte Angst. Beides ist halt das, was zutrifft, aber eins von beiden können wir leider nur wählen. Das bedeutet, ich hätte Angst, weil ich einsam bin. Ist da denn noch etwas auf dem Bild, das dir Angst macht? Ihr Gesicht. Sei dein Gesicht. Ich weiß nicht. Warte, kann ich das Bild nochmal nehmen? Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Auf jeden Fall links unten auf dem Bild. Das sind so leuchtende Sachen. Und das macht mich nervös. Interessant. Verschieben wir das Erforschen der Tiefe deiner Ängste doch aufs nächste Mal. Für heute ist die Zeit leider um. So, ich würde meinen, damit hören wir auch auf für den ersten Part. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Ich finde es interessant, es ist gruselig, es hat eine gute Atmosphäre, ist ja auch relativ gut umgesetzt, sage ich mal. Was ist relativ, ist gut umgesetzt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beziehungsweise ihr hört mich noch beim nächsten Mal. Ja, und ich sehe halt die Kommentare und sowas. Naja, egal. Ist auch auf jeden Fall egal. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir mit einer positiven Bewertung und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, meine Freunde.